Und da sind wir auch wieder glatt bei Emir, einer neuen Folge. Schön, dass du, schön, dass ihr, schön, dass sie eingeschaltet habt, hast. Danke. Nee, also wir sind wieder hier. Ich habe ja gesagt, letztes Mal habe ich es ja schon anklingen lassen, was für eine Wahnsinnsproduktion wir zurzeit haben. Ich habe mir ein paar Kommentare angeguckt. Ich finde es unglaublich schön zu lesen, dass sich einige relaxed aufs Sofa setzen, die Videos angucken. Finde ich super cool. Ich hoffe, euch macht das auch so viel Spaß wie mir beim Spielen, denn ich relax selbst bei diesem Spiel. Also, ich könnte das ewig spielen. Ich könnte es mir auch ewig einfach nur angucken. Ich finde, das ist so liebevoll. Das werde ich dem Entwickler. Das werde ich ihm auch nochmal schreiben, dass ich finde, dass er das echt gut macht. Dass man erkennt, wie viel. Ja, wie viel Liebe in das ganze Ding steckt. Wir produzieren hier im Übrigen derzeit noch schwach, weil wir nicht genug Flint haben. Flint ist echt. Eigentlich haben wir hier mehr Flint-Produktionsmöglichkeiten als unten. Zum Beispiel. Wo haben wir es denn? Wenn ich euch das zeige, hier zum Beispiel hätten wir noch richtig viel. Hätten wir 1,4. 80, 1, 4, hier. Auch hier hätten wir auch noch Möglichkeiten. Die würden nie viel produzieren, aber 1,4 ist schon eine ordentliche Summe. Ich glaube, den baue ich da schon mal hin. Dann haben wir hier auch noch Flint. Ich finde das Ding immer nicht hier. 14 hätten wir hier auch noch mal ein bisschen. Irgendwann zieht man echt, glaube ich, die letzte Ressource aus dem Boden. Bei sich, um da irgendwas noch hin. Oh, hier. Das müssen wir eigentlich auch noch mal machen. Hier geht es nämlich richtig, richtig Flint. Das ist 62 sogar hoch. Das wäre noch mal machbar. 16. Na, seht ihr, das hier ist überall so ein bisschen. Hier leider nicht mehr. Was ist da eigentlich? Also wir könnten schon. Nur ist es halt auch ein bisschen Verschwendung. Die arbeiten dann in die hohle Hand. Bringt nichts. Wir haben ja auch so eine Textilienproduktion. Nur leider haben wir keine Textilien, die wir sammeln können. Das heißt, wir können auch keine Kleidung machen. Wir können keine Stoffe machen. Kein Weber. Und keine Wolle. Wolle geht mit Schafen, glaube ich. Es gibt Tiere, die geben Wolle. Mal gucken. Wie sieht es mit der Forschung aus? Shiny Stones. Oh, das wäre cool. Drückt mal die Daumen, dass die 61% erfolgreich ist. So, und jetzt gucken wir kurz. Schweinfurt hat nicht mehr viel. Nicht mehr viel Holz. Ist bald weg. Nicht gut. Seht ihr? Also das ist natürlich jetzt so immer das Ding. Ich will gar nicht wissen, wie viele von euch dann irgendwann, wenn sie einfach eine Grundproduktion am Laufen haben, immer in dieser Übersicht sind. Wir haben wieder sehr viel Holz gesammelt. Bringe ich da mal runter? Noch mal eine Ladung Karotten. Und Hämmer brauchen die auch. Die produzieren ja nämlich gerade immer noch Haken. Hauptsächlich. Die Hämmerproduktion sollte ich da unten so ein bisschen zentralisieren. Also wenn wir hier immer die Hämmer rauslutschen, kann ich da aber nichts bauen, ne? Jetzt muss ich kurz überlegen, wie machen wir das am besten? Also eigentlich ist die Hämmerproduktion, sollte ich hier schon. Nee, ich ziehe das jetzt nicht runter. Wir brauchen dieses noch nicht. Ich gucke erstmal im Tox, was wir hier machen können. Wir können ein bisschen Felder noch bauen. Vielleicht kann ich auch mal die Flint-Produktion etwas steigern. Nur wir haben hier nie viel Flints. Wäre cool, wenn man diese Flints irgendwann nicht mehr braucht. Ich hoffe, wird anhand der Minen, dass wir das dann vielleicht nicht mehr brauchen. Das wäre super. Wir haben ein paar Hämmer hier. Ich könnte hier die Flint-Produktion hier zum Beispiel auch hinstellen.
Aber groß mehr als so 20? Produzieren die hier leider auch nicht. Oh, Shiny Stones hat funktioniert. Wow, cool. Wo haben wir denn das Gebäude dafür jetzt? Da! Ist die Foundry. Refines metallic ores into ingots, also das ist die Schmelze. Und das ist Mining. Can exploit terrain tiles. Hier zum Beispiel. Könnte sie Eisen farmen. Oder hier. Kohle. Ist das Kohle? Wow. Jetzt frage ich mich, ob der nur Holzkohle verwenden kann. Oder ob die Gebäude auch Kohle jetzt benutzen können. Das wäre interessant rauszukriegen. Weil Holzkohle kann ich hier jetzt bauen. Oh, wir haben eine Builders. Aha. Building things is getting complex and hard, requiring more and more skills. Having people specialized in construction would allow us to build better things and develop more advanced techniques. Sure, ne? Wie lange denn? Oh Gott, nur 3 Minuten. Ja, noch 2. Oh, das ist eine super Forschung. Ich merke schon, wir müssen die Hammerproduktion etwas antreiben. Etwas ankurbeln müssen wir die. Es gibt jetzt Farm 2.0. Es gibt den Holzfäller 2.0 und die brauchen alle Äxte. Äxte werden dann hier hergestellt. Bei dem Weapon Maker, glaube ich, ne? Oder gibt es einen? Nee, hier, der Tool Maker 2.0. Den gibt es jetzt auch. Jetzt kommt die Frage. Der Toolmaker 2.0. Toolmakers Produces hat er die gleiche Definition. Oh, wir können viele Gebäude jetzt bauen, die wir noch gar nicht haben. Auch hier. Der fürs Alkohol zuständig ist. Ist das hier eigentlich auch was wir sammeln können? Nee. Oh Mann, die Farm 2.0, das wird interessant, wenn wir unsere Gebäude mit Äxten und Matt dann updaten können. Wir haben echt viele Updates, auch der Holzkohle. Nee. Jäger ist 2.0. Woodcutter. Ja, mehr Holz. Wir brauchen unbedingt Äxte. Das müssen wir aber auch in unserer Hauptstadt fördern. Ich meine, ich kann hier aus dem Territorium natürlich auch sehr viel Rohstoffe rausziehen. Wir haben oben Kohle und Eisen. Die Äxte, die benötigt werden, sind... Was für Äxte denn? Was für Äxte? Allein hier war doch auch irgendeine Forschung. Ich glaube hier. Kupfer. Also Kupfer. Das ist Eisen. Gucken, ob wir hier noch irgendwo eine Ressource haben, die ich noch nicht angeguckt habe mit dem Miner. Ich glaube nicht, wir haben hier oben Kohle. Eigentlich würde ich gern die Kohle mal auch fördern. Wenigstens ein bisschen. Ich könnte nämlich das Mining Camp bauen. Was? Boah, wie viele Mining Camps könnten wir denn hier bauen? Das ist auch erst Stufe 1. Ha! Mehr können die gar nicht produzieren. 2 Felder nutzen. Ja, das mache ich jetzt auch. Ich verschwende hier nichts. Die greifen jetzt nur auf diese beiden Kohleadern zurück. 4 Miner gehen da rein. Ist die Flint-Produktion können wir immer noch nicht updaten, leider. Die könnten aber Obsidian sammeln, sehe ich gerade. Mhm. Mich interessiert, ob ich die Kohle auch einsetzen kann und dafür das Holz nicht mehr verbrennen muss in der Hauptsiedlung. Das wird interessant.
Das dauert kurz. Ja. Dafür gehe ich mal kurz nach Schweinfurt. Ich hoffe, durch die Forschung greifen uns jetzt nicht irgendwelche weiterentwickelten Barbaren an langsam. Das wäre hart. Ja, Leute, weit gekommen. Mal gucken, wie viele Inaktive wir hier jetzt wieder haben. Kann der hier auch Kohle? Der könnte nur Holzkohle benutzen. Warum denn? Benutzt doch Kohle. Ja gut, dann bauen wir dort die Holzproduktion jetzt richtig aus. Zwölf Kühe schon, ey. Ich werd bekloppt. Wie viele Inaktive haben wir denn hier? Einen. Einen Inaktiven. Fünf Haken haben wir aber wieder. Kann ich hier die Apfelproduktion jetzt etwas endlich steigern? Ah, schon 80, cool. Aber ich muss noch bedenken, wir könnten die auch updaten. Äxte. Äxte werden dann beim Toolmaker hergestellt, ne? Äxte. Dafür braucht er Kupfer. Oder Eisen, Stier. Nee, das geht auch aus anderen. Okay. Wir haben hier oben Kohle. Silber, ne? Ist auch spannend. Nicht, dass wir unter Inflation leiden wegen Silberadern. Da. Hier ist Eisen. Müssen wir hier auch fördern. Wir müssen einfach, weil sonst wäre es eine reine übelste Verschwendung. Der braucht zum Beispiel mehr Eisen, um auf 67 zu kommen. Der braucht schon das. Ja, also ein Feld sind 10. Das heißt aber 4, 5. Der braucht schon. Das ist eine neue Ortschaft, die ich nicht kenne. Die kauft. Nein. Die greifen uns jetzt. Ob die uns jetzt in Torhox angreifen? Müssen wir eventuell da auch eine Armee aufbauen? Das wäre übel. Oh, das wäre unangenehm. Ich brauche hier jetzt erstmal ein Mining-Gebäude. Die Kohle könnte ich hochbringen von da unten. Ist eigentlich Quatsch, dass ich dort einen Kohle fördere, wenn wir es auch hier machen könnten. Ich muss hier das Ding bauen. Und dann brauchen wir auch noch die Schmelze. Foundry, die kommt hier hin. So, okay. Erstmal so lassen. Kurz gucken, wer angegriffen wird. Bestimmt hier unten. Ich will den nicht verlieren. Das heißt, den bewege ich mal hier hin. Wir haben ja hier sehr viel Holz, das heißt, ein Fort kann ich hier ohne Probleme errichten. Ja, von da kommen sie. Ach, oh, die greifen Torhox an. Oh, die raiden uns. Der läuft hier rein. Es können nicht mehr viele sein, die sind übers Wasser gekommen. 61 Stück. Machen wir jetzt gar nicht angucken. Gut, okay, die brandschatzen da jetzt. Die holen Ressourcen. Ich denke, hauptsächlich klauen die uns Steine. Das heißt, die Ressourcen, die da sind, sind all das ist nicht schlimm. Ja, die können wir auch nachträglich uns wiederholen. Das Problem ist, wir müssen da anscheinend dann auch langsam für eine Verteidigung sorgen. Wie ärgerlich. Okay. Umplanen. Umplan. 61 greifen an von der anderen Ortschaft. Das heißt, wir bräuchten schon so 30 Verteidiger hinter einem Wall.
Ja, müssen wir gucken. Müssen wir 30 Inaktive mal zusammenholen, die da unten dann eine Armee aufstellen. Da bräuchten wir auch 30 Javelins, 30 Speere. Ich peile jetzt eine Armee von 30 an. Ja. Drei Inaktive. Wir bauen hier jetzt ja auch gerade diese Gebäude, ne? Die sind ja alle noch nicht fertig. Hier gehen 4 rein. Ja, 4, 8. 11. Erstmal kurz inaktiv. Das Ding auch. Klar sind Äxte wichtig, vor allem für die Holzproduktion. Oh, da ist eine Großproduktion, die jetzt anlaufen muss. Kriegen wir aber hin. Oh, hier Haus 2.0. Äxte und Matt. Live, oh, noch besser. Kann man die dann updaten? Ja. Uha. Cool, also das sind ganz schöne Unterschiede. Kann ich das denn auch dann gleich zum Haus 2.0 abdecken? Ja, kann ich. Das ist Large House, daraus wird ein Steinhaus bestimmt irgendwann. Wenn wir die Bauarbeiter haben. Die Builders. Die wir noch nicht erforscht haben. Okay, ich habe ein bisschen Angst. Die sind immer noch nicht fertig da unten mit dem Raid. Ich muss gleich mal gucken, was da unten los ist. Das Ding ist in 12 Sekunden fertig. Dann pausiere ich das auch. Und dann stecken wir die zwei Inaktiven schon mal in eine Armee. Oh, hier Minos. Warum? Wieso? Was ist los? Ich meine, alles steigt an. Wieso? Jetzt wieder plus. Äpfel darf nicht unter 7 fallen. Ich denke, das ist auch so ein Grund, dass alle was kriegen. Nie weniger als 7 Äpfel. Ich hoffe, wenn wir die Farm updaten, drehen wir durch. Ich hoffe, die produziert dann auch mehr. Wie viel produziert sie jetzt schon? 54. Ja. Okay. Inaktive. 3 Stück schon mal. Das ist auch gut. Der Kampf dort ist immer noch nicht vorbei. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendwas ist da. Jetzt ist er vorbei. Battle Loot nix. Auch unser Battle Loot ist nichts. 61 Ressourcen haben sie mitgenommen. Ja, müssen wir gleich was rüber transportieren. New Formation. Army. Range, Javelins, 3, ne? Rekrutieren. Hier unten bauen wir uns jetzt die Truppe auf. Die ist jetzt hier auch aufgeführt. Die können wir auch immer hin und her bringen, notfalls. Da ist er. Wir sehen ja die Ressourcen jetzt von oben hier, wenn wir jetzt hinlaufen. Ja, nicht mehr so viel. Karotten noch 2, Kohle, Wasser. Leder, Flints. Ja, geht eigentlich, ne? Die Hämmer haben sie mitgenommen. Ein bisschen Leder haben sie mitgenommen. Karotten. Kohle mache ich hier schon mal rein. Das ist die erste Kohle. Transportieren die erste Kohle, meine Lieben. So. Hämmer. Ah, wir haben endlich 20 Hämmer. Das ist auch schade.
Machen wir was anderes. Erstmal voll Karotten. Dass hier auch die Leute wachsen. Wenn die viel Karotten haben, ist das Wachstum höher. Leder hätte ich da aber auch gerne, falls wir da jetzt ein paar Gebäude mal bauen. Unload. Und von hier Holz. Denn Holz ist hier wichtig, falls wir bauen müssen. Und hier unten produziere ich gleich Holzkohle. So, du läufst wieder runter. Der Dreier-Trupp, der wird bis auf 10 hier erhöht. Dann geht er runter und da ist ein 10er Verteidigungstrupp hier unten. Und hier haben wir, glaube ich, keine Javelins. Das heißt, wir müssen auch Javelins runterbringen. Und Leder, ne? Javelins und Leder. Ja, warum bringe ich dann nicht die Arbeitslosen von hier hoch? Da werden sie zu Soldaten und gehören immer zu Schweinfurt, aber verteidigen hier. Wäre auch gut. Weil wir haben hier 4 Inaktive, die haben aber alle keine Häuschen. Oh, die brauchen Häuser. Sonst platzen die uns hier bald. Platzen dann aus allen Nähten. So, Holz wird hier sehr stark zurzeit produziert. Und zwar in Form von 4 Holz. Das heißt, hier wird jetzt Holzkohle hergestellt. Dafür brauchen wir Hämmer und Clay. Okay. Okay, Hämmer und Clay. Ne, dann behalte ich die Inaktiven noch hier. Holen wir jetzt noch mehr Hämmer und Clay rüber. Produzieren dann hier das Holzkohlegebäude. Bauen wir dann. Hämmer würde ich sagen. Was waren das? Ich nehme mal 4 mit. Und Clay. Achso. 6. Reicht das? Wenn wir mehr Lehm hier auch abbauen bald. Die Lehmhütte ist immer noch so, wie sie vorher war. Die hat sich ja noch nicht groß verändert durch unsere Updates, aber es ist cool, dass jetzt einige Gebäude anders sein können, allein durch die Metallarbeiten. Das werden wir in den nächsten Folgen angehen. Das, was ich jetzt kurz noch baue, ist hier ein Holzkohlemeisterchen und dann haben wir ein paar Aufgaben. Ich mache mir jetzt eine To-Do-Liste heute noch und dann klappt das auch alles so. So, Holzkohle. 3,30. Mich würde halt dann in der nächsten Folge sehen wir dann, was die Holzkohle so braucht. Jetzt sollten wir auch mal ein Warenhaus bauen. 2. Und wir fangen auch schon mal an mit so einem Vor. Warenhäuser können wir auch verlegen, nur falls baue ich das hier drumherum. Ja. Könnten wir auch hier hinbauen, aber hier können die nicht hoch. Dann sparen wir uns die Seite hier mit einer Mauer. Dann würde ich sagen. Ja, die können ja hier nicht hoch, ne? Kann ich hier eine. Ja, man könnte hier auch eine Leiter bauen. Also hier können die nicht hochgehen. Hier auch. Den Weg können sie nicht gehen. Was ist, wenn ich jetzt so mache? Strategic Zone. Und ich baue hier so eine Strategic Zone. Also bis hier und hier rum. Das machen wir nochmal kurz. Zack, zack, zack. Cool. Dann hier rum. Okay. Hier unten kommt das vorhin. Ein längeres. Hier kommt nämlich ein Lager rein. Und dann sehen wir das. So, 2 Minuten noch. Weißt du was, die warte ich noch kurz. Dann sehen wir, wie viel Holz sie verbrauchen. Dann weiß ich auch, was wir bauen müssen. Wir müssen auch unsere Holzfälle auf jeden Fall erweitern. Dann wird das hier eine richtige Mordsholzproduktion werden. Inaktive haben wir 3. Administration haben wir minus 14. Naja, geht ein bisschen in den Konflikt rein, ist nicht schlimm. Ist wirklich nicht wild. Gucken wir uns nochmal kurz hier die Miner an. So sieht es aus, der buddelt hier. Okay, cool.
Eine Minute noch. Die Dinger brauchen noch länger. Die sehen wir jetzt heute nicht mehr. Oha. Wir müssen auch mehr Karotten anpflanzen. Am besten hier. Ah, brauchen wir Hämmer für. Die haben sie uns ja gemobbt. Stimmt ja. In 45 Minuten kann ich nochmal kurz den einen oder anderen Hammer herholen, damit wir hier einen Gatherer bauen. Damit die Nahrung hier besser läuft. So, schnell zurück. Lauf. Lauf, mein Junge. Guckt euch das an, hier die Karotten. Cool. Hämmer 4. Und back. Nein, 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 nein. Unload. Und wieder rein. Bing, bing, bing. Musik wird auch nie langweilig. Gut. Den Gatherer. Gathering Camp. Hier so hin. Hier so in den Wald. Hier, in die Ecke. Gut. Da ist er. Wie viel Holzkohle verbraucht der? Ach, der benutzt... Ah, er kann auch Matt benutzen. Wie viel Matt wäre das? 0,7. Clay braucht er weniger. Also Clay ist gut. Clay sollten wir... Kann man hier Clay? Kann man hier irgendwo Clay? Irgendwo Lehm? Dass wir es nicht transportieren müssen? Ich glaube kaum, ne? So der Heckmeck. Clay. Nein, 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 nein. Nein. Auch nicht. Oh, unsere Flint-Produktion ist ja aus hier oben. Ist ja auch dumm. Okay, er verbraucht... Boah, der verbraucht... Alter, minus 2,8. Da brauchen wir viel Holz. Wenn die hier die Holzproduktion stellen wollen, müssen wir noch ein paar Holzfäller bauen. Irre. Okay, alles klar. Haben wir was gesehen. So, ich wünsche euch jetzt noch alles Gute. Sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen. Wäre gut. Abo wäre immer super, wenn ihr neu seid. Dann verpasst ihr nichts mehr von den ganzen geilen neuen kleinen Indie-Titeln hier und von den anderen gespielt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.